Die Fans werden mit 2100 Mann nach Münster fahren. Das ist nochmal ein zusätzlicher Schub wahrscheinlich für euch auch, oder? Ja, das ist für uns ja mittlerweile normal. Wir sind ja die Nummer 1 von den Fans, die zu Auswärtsspielen fahren. Und es ist immer toll, wie sie uns unterstützen. Und dementsprechend wollen wir natürlich morgen was auf dem Platz zurückgeben. Aber es ist halt, wir spielen gegen eine gute Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die gezeigt hat, dass sie weiß, dritte Liga funktioniert, dass sie weiß, wie man Tore verhindert und vor allem auch Tore schießt. Und dementsprechend werden wir morgen nur eine Chance haben, wenn wir wirklich an die 100% kommen. Also du wirst nicht mit Adriano Grimaldi sprechen über die Stärken und Schwächen von Münster, soweit gehst du nicht. Ja, also der Olli und der Franz haben es ja schon gemacht, die haben es dann an mich weitergetragen. Und ich habe mir die Mannschaft ja auch selber angeschaut, also von dem her weiß ich schon genau, wo sie ja, ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Wobei ganz klar vorne müssen wir extrem in der Defensive aufpassen, weil wenn sie eine Chance haben, dann sind sie halt sehr, sehr kalt auch, gerade beim Torabschluss. Also brauchen auch nicht viele Chancen, um ein Tor zu machen. Und dementsprechend müssen wir 90 Minuten knallhart verteidigen.